Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder eine Einser-Rezension für euch. Es handelt sich um ein 5-Sterne-Buch und zwar geht es um den ersten Band bzw. das erste Abenteuer von Matthew Corbett, geschrieben von Robert McCammon, von dem habe ich ja schon Swan Song gelesen und wusste daher schon mit der Schreibweise des Autors etwas anzufangen und dass es ein bisschen düster wird und das Abenteuer heißt Matthew Corbett und die Hexe von Front Royal. Es kommt dieses Jahr noch ein zweites Abenteuer raus und diese Geschichten, diese Abenteuer oder diese Fälle gibt es hier in Deutschland immer in 2 Bänden. In Amerika ist es nur 1 Band. Meine Leseratte hat nämlich hier quasi auf Englisch 2 Bände in einem und wir lesen zusammen und ich habe erstmal nur den 1 Band und muss mir jetzt den 2. besorgen. Sie kann gleich weiterlesen. Ja, die Ausgabe hat 512 Seiten. Und kurz, um was es geht, bevor ich noch über die Schreibweise von Robert McCammon zu schwärmen komme. Wir haben das Jahr 1699. In Amerika, das neu besiedelte Land in Carolina. Und es geht um die kleine Stadt. Es ist wahrscheinlich eher eine Siedlung. Front Royal. Dort geht eventuell eine Hexe um und sie hat wohl den Reverend getötet. Den Priester, Arthur, Reverend und ihren Mann. Es kommt zu Missernten und viele Menschen sterben und man muss natürlich einen Schuldigen dafür finden. Sie ist ein bisschen andersartig. Sie hat eine portugiesische Abstammung und diese Kolonie ist eher eine englische Kolonie und man ist so ein bisschen im Wettkampf mit den Spaniern und die Portugiesen und die Spanier, das ist ja fast ähnlich und sie hat sehr dunkle Haut und ist dementsprechend fast schwarz und ne, sie ist anders. Das ist sicherlich und sehr schön. Das sind 2 gute Gründe, um ihr die Schuld zu geben und sie als Hexe verbrennen zu wollen. Das muss natürlich geprüft werden. Und da kommt jetzt Matthew Corbett ins Spiel. Er ist Gerichtsdiener, 20 Jahre alt, noch Jungfrau. Und ich denke mal, im Laufe der Bücher wird sich das noch ändern. Vor allem, so wie ich hier den Robert McCammon kenne. Und er folgt dem Richter Woodward und diese begeben sich auf den Weg nach Front Royal. Dort passiert erstmal noch etwas, also die ersten 100 Seiten. Da geht es um ein eigenes Abenteuer und die sollen dann Zeugen vernehmen und herausfinden, ob die Hexe schuldig ist und diese soll dann entweder gehängt, geköpft oder auf den Scheiterhaufen kommen. Mittlerweile weiß ich, dass es der Scheiterhaufen ist, aber man muss erstmal gucken. Ne? So, dieser Richter nimmt seinen Job sehr ernst und er hat natürlich auch einige Probleme, weil die Bevölkerung ist aufgebracht. Auch der Vorsteher, der Bürgermeister, weil es geht ja um Geld, ne? Wenn die Siedlung langsam den Bach runtergeht, wenn die Menschen wieder auswandern, ne? Weil die Gefahr ist zu groß, wenn es Missernten geht, geht viel Geld verloren. Das heißt, diese kleine Stadt steht vor dem Untergang. Und die Bevölkerung ist natürlich auch aufgebracht, weil wer ist denn für das alles verantwortlich? Ne? Das muss diese Hexe sein, weil sie sieht halt ein bisschen anders aus. Und hübsch ist sie auch noch. So. Sehr viel Ungerechtigkeit spielt dort mit rein. Sehr viel Intoleranz, sehr viele Vorurteile. Also ich habe den ersten Band ja mit meiner Leseratte zusammengelesen und wir haben uns sehr viel aufgeregt. Aber das macht die Sache halt so echt. Ne? Es ist halt kein Kuschelbuch. Ne? Und am Ende rettet Matthew Corbett dann die wahrscheinlich unschuldige Hexe und sie reiten in den Sonnenuntergang und bekommen dann noch 3 Kinder. Ne? Es ist ungeschminkt. Es ist meiner Meinung nach historisch sehr gut recherchiert. Ja, was das Wetter angeht, was die Krankheiten angeht, die Strafen, die Berufe, das Essen und der Umgang mit der indigenen Bevölkerung, also die schwarzen Sklaven.
denke ich, dass es sehr gut ist. Ne? Also ich habe keine Unstimmigkeiten entdeckt. Und wie gesagt, was ich ja schon wusste von Robert McCammon, er schreibt sehr atmosphärisch. Düster, ungeschminkt und teilweise brutal. Das wusste ich von Swan Song schon. Und bei Swan Song war es mir teilweise zu viel, weil dort geht es ja um eine atomare Katastrophe. Und sprich, viele Sprengköpfe und es gibt Menschen, die das überlebt haben, aber die zum Beispiel überall Verbrennungen hatten. Und wo dann auch beschrieben wurden, wie dann die Brandblasen platzten und dass die Flüssigkeit das Gesicht runter... Es war so gut beschrieben, dass ich manchmal einen Würgereflex hatte. Ja, kann man gut finden. Ich finde es tatsächlich toll, wenn ein Autor so extrem gut beschreiben kann und mich so gut in die Atmosphäre versetzen kann, dass ich wirklich eine Gänsehaut kriege. Nur bei Swan Song war es mir ab und zu ein bisschen zu viel. Hier ist er auch ungeschminkt. Ja, es ist dreckig, es ist schmutzig, es ist brutal, es ist ungerecht. Aber es macht richtig viel Spaß, es lässt sich richtig gut lesen, es ist ultra spannend. Und wie gesagt, ich hatte jetzt nur den ersten Band als Rezensionsexemplar. Ich möchte den zweiten anfragen, aber eigentlich würde ich mir jetzt sofort das E-Book holen für 7,99 und weiterlesen, weil ich wissen möchte, ist diese Hexe nun die Hexe? Wer ist dafür verantwortlich? Dann ist jetzt noch der Richter krank. Überlebt er das? Was ist mit Matthew Corbett? Man weiß jetzt, es gibt noch einen zweiten Band, der dieses Jahr noch rauskommt. Ich glaube, der erste im Sommer und der zweite im Herbst. Und das heißt, Matthew Corbett überlebt auf jeden Fall. Übrigens auch ein ganz toller Charakter, sehr wissbegierig, der nachfragt, der sich auch mal, der mal an der falschen Ecke kratzt und scheuert und nachfragt. Und sehr sympathisch. Ja, also sehr cool. Und ich habe mir bis jetzt noch keinen Reim drauf machen können. Ich habe bloß mal so ein bisschen die Rezension aus dem zweiten Band gescannt. Ich habe mich nicht gespoilert. Es gab auch keine spoilernden Rezensionen. Das war vielleicht mein Glück. Und dass viele festgestellt haben, dass sie in die Irre geführt wurden. Und das alles doch ganz anders ist, als man dachte. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Von Swan Song weiß ich, dass es in seinen Romanen, und ich behaupte jetzt mal, in vielen seiner Romane ist das so, dass es um die Menschen geht, um die Menschlichkeit und das, was Menschen einem antun können, ja, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie vielleicht ungebildet sind, wenn sie Vorurteile haben. Aber sozusagen, das ist natürlich die finstere Seite der Menschheit. Aber bei Swan Song gab es noch ein fantastisches Element, eine Art Dämon, der sich daran erfreut. Und bei diesem Band gibt es die Möglichkeit, dass es alles Aberglaube ist. Und dass es eher um Mord geht und dass dann so ein bisschen was untergeschoben wird. Das könnte also eigentlich einfach ein menschliches Problem sein. Es könnte aber auch sein, dass es tatsächlich eine Hexe oder einen Hexenmeister gibt. Ist bloß die Frage, ist es diese Rachel Horvath? Bin ich mir nicht sicher. Rachel heißt sie auf jeden Fall. Ist es tatsächlich die Hexe und man erhält jetzt eher das Gefühl, dass sie vielleicht unschuldig sein könnte? Oder ist es wer anders, der eher das Unterschied? Und es könnte natürlich auch sein, dass es keine direkte Hexe gibt, sondern dass tatsächlich eine Art Dämon oder Teufel dort zu Wege ist. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten und ich bin wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen habe ich den Verdacht, momentan hat man als Leser die Rachel, ja, man kann sie verstehen. Und man schätzt auch ihren regen Verstand. Und die Frage ist halt, ob Robert McCammon einen da nicht in die Irre führt. Und dann zum Schluss, bäm, ja, es ist alles nur Lug und Trug. Ja, ihr seht, ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich heiß darauf, wie es weitergeht. Und ja, mal gucken, wie ich mich entscheide, wie lange ich jetzt darauf warten kann, zu erfahren, wie es mit Matthew und der Hexe und dem Richter weitergeht. So, kann ich euch also nur ans Herz legen, wer es so ein bisschen auch düster mag. Ne? Es ist wirklich, die Atmosphäre ist schon ein bisschen
Es ist schon ein kalter, verregneter Herbsttag. Die Atmosphäre, könnte man sagen. Ja, also es ist nicht locker leicht, aber es macht unfassbar viel Spaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video wieder. Tschüss!